doch die Sonne uns an, die im Hintergrund schön aufgeht. Und somit moin moin und willkommen wieder zu einem neuen Video auf der S-Garage. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier geht es jetzt weiter. Es ist wieder soweit. German Race Horse 2024 geht los. Ich mache nicht so laut, weil es ist noch sehr früh am Morgen. Die Sonne geht hier gerade auf. Wir haben es was bei 6:30 Größenordnung oder 5:30. Ich habe gerade gar kein Zeitgefühl. Müsste ich jetzt lügen. Ja, Ankunft. Was zeige ich euch jetzt alles? Ich werde jetzt hier alles dokumentieren und filmen, was wir jetzt bis dato von dieser Anreise hier zum German Race Horse machen. Sprich der Aufbau vom Pavillon, über die Anordnung der Autos, über vielleicht die ersten Eindrücke vom German Race Horse im Jahr 2024. Wer ist alles da? Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin etwas aufgeregt. Ich bin etwas, ja, gespannt, wie es werden wird. Jetzt hier nochmal soweit alles vor. Dome ist schon auf dem Weg hierher. Der ist schon Richtung Nähe Leipzig, so in der Ecke. Oder Jena, so wo ich jetzt geguckt habe, war kurz vor Jena gewesen. Das ist ungefähr so 80 Kilometer von mir noch entfernt. Plus minus. Ich werde jetzt hier noch alles weitere vorbereiten. Ich muss die Hübox noch vorpacken. Bin etwas aufgeregt, bin etwas am, habe ein Fragezeichen geguckt, ob ich das überhaupt alles unterbekomme und wegbekomme und wie die Fahrt werden wird, wie die Anreise dort sein wird. Das sind alles so Sachen. Ich nehme euch damit. Zeigt mir das gerne mal mit einem Däumchen. Mit einem Like würde ich mich auf jeden Fall mega, mega, mega freuen. Und ich freue mich wieder, euch mitnehmen zu dürfen hier. Das ist auch nicht selbstverständlich für mich. Und ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen, wenn dir hier sowas gefällt. So ein Roadtrip, so eine Vlogreise, so eine Mitnahme hier zur Ankunft. Das ganze German Race Horse werde ich durchfilmen. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Schalt auch bei den nächsten Videos ein. Der Rest wird oben verlinkt oder halt in der Playlist. Schaut da gerne mal rein. Ich würde mich mega freuen. Bis dahin. Bis gleich. So, moin, moin lieber Teamfreunde, willkommen bei die Schrottgarage. Willkommen zu einem neuen Race Wars Vlog. Race Wars Vlog, die Schrottgarage, vor allem. Ich würde noch lauter schreien. Ja, der Heinz hat es ja auch mal dann geschafft, ne? Ja. Ja, Audi ist jetzt auch fertig weiter beladen. Er steht drüben. Er kam, ich bin vor allem, ich bin hergelaufen. Er kam auch gerade gefahren, hat perfekt vom Timing her gepasst. Ja, jetzt gehen wir noch schnell nochmal Auto abspritzern. Und dann werden wir nochmal Richtung, ja, Richtung Race Wars fahren. Und dann halte ich euch nochmal auf den Laufenden, was ist. Ich werde zwischendurch noch einen Livestream machen. Vielleicht war ja der ein oder andere ja schon in dem Livestream mit drin. Also bis dann bei Race Wars. Wollen Sie noch was sagen? Hinterlassen Sie ein Like und ein Abo. Genau. Geile Arbeit geleistet, ne? Zeigen Sie mir mal Ihre Vorlieben. Hä? Zeigen Sie mir mal Ihre Vorlieben. Hast du fein gemacht. Fein, mein Kleiner. Alter, das glänzt richtig, das reflektiert richtig alles da drin. Spiegelt. Ja, vorher ein bisschen weicher. Freilich. Ja, wäre geil, ein aufbereitetes Auto zu haben. Naja, der ist nicht aufbereitet. Ja. Falls die Leute denken, ich habe selbst aufbereitet. Mit meinem Zeug. Nicht irgendwie zum Aufbereiter, hab den paar hundert Euro in die Tasche gesteckt. Hab selbst gemacht. Selbst gemacht? Weiß. Hast du es dir selbst gemacht? Nicht nur das hier. Oh. Ja, irgendwie hat der Schaum keinen Sinn, gell? Es perlt einfach komplett ab. Angemerkt, oder? Warum? Dass schon weg ist. Naja, es war letztens noch nicht so krass von der Dings her. Ist ja fast so wie jetzt an der anderen Waschanlage, die weiter unten ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn wir zu Hause sind, kommt man da leer. Eigentlich komme ich mit so einem 50er oder so einem Euro eigentlich zweimal im Auto drumherum.
So, Video ist an. Was sagen Sie? Erstmal waschen. Erstmal Geld auch verlieren. Wow. Ja, sieht man sie. Wenn's Kind halt Auto waschen will, ne? Ja. Hochformat live. Hallo! Hallo, ihr kleinen DS-Garagen. Nee. Das ist ein Aldi. Nee. Das ist ein Aldi, Junge. Ja, da ist ein Aldi. Ich muss pinkeln. Und da ist eine Rewe, Junge. Ich muss pinkeln. Wo geht man jetzt hin überhaupt? Ja, warte. Eine Minute. So, gerne mal Like da lassen hier in der Hinsicht. Oh, hier sind ganz viele Biker unterwegs. Geil. Guck mal, wer da ist. Bei mir kriege ich nichts mehr drin. Guck mal, wer da ist. Na, hier auf dem Handy, du Nase. Ach so. Wer ist denn da? Ne? Na, da! Ah, dat! Moin, Daki! Junge, schreib da gleich, guck. Da. 22 Leute. Ja, weil ich jetzt zu sehen bin. Ja, da gerade eben auf 15. Du hast Holzkohle gerufen. Ja. Eigentlich wollte ich schon mal aufs Klo, aber. Ja, ja, gell? Dann sollen wir einen Smalltalk mit dem betreiben. Was wird das jetzt kosten? Scheiß Holzkohle. Wesentlich. Wissen wir, was ist. Moin! Guck mal, da schreibt der nächste auch Moin, Luis. Schreibt auch zu dir Moin. Moin! Wir fahren zwar gespannt dahin. Freilich. Freilich. Alter, hör auf zu wackeln. Da ist nicht viel mit Wackeln. Das Ding ist. Tja, auch hier. Ah. Extra gerade frisch gewaschen, von der Waschanlage gerade gekommen. Alter. Völlig ein Schaden, Alter. Freilich. Alles für Race World. Alles für Race Mach mal! Abfahrt! Abfahrt! Hallo, hallo! Ist er jetzt so? Oh, ich steig die Kämpfe von dir! Ja, cool, Leute! Ah, guck mal, wer da kommt! Hat der Sack mich überholt hier, guck! Ah.
So, währenddessen hier der Livestream läuft, sieht man jetzt nicht reflektiert ein wenig, stehen wir hier ein wenig in der Schlange, würde ich mal grob behaupten. Also die Schlange, ja, die stehen, ja, da fahren manche vorbei, wir stehen hier, wir sind noch nicht mal richtig drinnen, ne? Und ja, die Schlange ist, naja, keine Ahnung, wie lange die da vorne schon steht, gerade interessieren. Ich will jetzt hier nicht die Leute filmen, die da rumhampeln, sondern die Schlange, die ganz bis davor geht. Ja, da sieht man die Autos sogar noch. Das kann auf jeden Fall ein bisschen dauern hier. Machen die Kaffeekränzchen hier oder haben die noch nicht aufgemacht? Waren die erst um 10 auf oder früher? War es um 9 oder um 10? 9 Uhr, glaube ich, Alter. Naja, wir haben es jetzt 9:45, ja. Hallo, der Herr. Hallo, der Herr. Der Herr. Der Herr. Der Herr. Hallo. Hallo, Sophia. Ja. Kommst du mit dem Tank noch nach Hause wieder? Hä? Das ist 3/4 voll. Achso, ja, ah, falsch Denkfeld, okay. Das hier ist die Temperatur. Sagt er zu mir, ob ich mit der Tanknadel nicht heimkomme. Also. Ja, aber hier, bitte da mal. Und dann, guck mal, die, bis weit drin, die da stehen. Kurz nur was Kühlbox zeigen. Ach du himmlische Kanonenkugel. Was ist denn da alles drin? Also was ich zu Hause im Kühlschrank hatte und dann auch, wo ich ein bisschen Red Bull gekauft habe. Also wirklich alles nur Red Bull-Suffzeug. Jawohl, schreibt dort. Vor allem, wenn man hier mal so reinguckt, ne? Oh, hier, sieht ein bisschen Sternenhimmel. Sternen! Oh, stinkt's auch wirklich ganz schön nach Sprit, du. Ja, ja, ich hab gestern beim Dingsbetanken ein bisschen gekleckert. Gekleckert? Sollst du nicht mal daneben? Ach, das ist Helmut vor dir. Ruf mal raus, grüß ihn. Hä? So Helmut. Ich dachte eigentlich, das dauert länger hier, aber wie man sehen kann, geht es doch zügig voran irgendwie. Gut voran und deswegen auch ein extra Video mit, wo es hieß, Vlog, Anreise. Ne? Halt mal kurz fest. Schöner Zweierkauf ist da vorne. Ging aber jetzt ganz schön gut, war ein ganzes Stück weit vor. Ging aber jetzt ganz schön gut, war ein ganzes Stück weit vor. Das ist halt hier das Schöne, gerade bei sowas. Musst du nicht mit Kupplung spielen, ist Automatik perfekt. Naja. Audi bis zu tanzen lassen. Und da kommen gleich wieder die Leute an. Plötzlich die Leute. Was? Aber ah ja. Ja, das Ding macht ordentliche Flammen. Was? War Karfreitag nur. Mit dem Krach machen angefangen, Junge. Naja, hier vor mir. Und hast du gerade mitgemacht Ja, natürlich. Was wäre das, dachtest du, wer das sonst gewesen ist? Ja, ich kann da kaum was machen, jetzt bin ich laut. Das ist jetzt wieder gut, ne? Das ist völlig normal hier. Einmal mit normalen Menschen. Naja. Das geht hier die ganze Zeit so, die sind hier vorbeigelatscht. Ja, moin! Weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich hab's gehört. Ja, du bist hinter mir. Ja. Aber stinkt schön, gell? Ich hab ja nicht gerochen, ehrlich gesagt. Gib nochmal Gas. Ist wirklich. Ja, sag mal knallen, wenn was passiert. Weiß nicht. Ich will es auch nicht übertreiben. Ja, ein bisschen. Das ist Race Wars. Ja, muss jetzt nicht die ganze Zeit im Stand das die ganze Zeit machen. Genau, der Kühler läuft da vorne die ganze Zeit, aber ich muss es ja nicht übertreiben. Mich wundert überhaupt, dass er das so macht. Wer was macht? Ja. Ich wusste das gar nicht. Ich weiß noch damals, habe ich mich mit dem Golf getroffen und haben Fotos gemacht und auf einmal fängt er an und den Grenzen und ich dachte, was macht der da jetzt? Und dann bam, bam, bam. Der hat aber viel länger gehalten, hat mindestens so 2 Minuten gehalten. Ich dachte, was war denn das? Hier mit dem? Nee, natürlich. Oh, ich dachte, er will ja nicht mal langsam wieder aufhören oder so. Und der bam, 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 bam. Ja, ich würde mir das nicht trauen, ne? Ja, ich habe das bis jetzt auch so in der Hinsicht noch nicht beim Golf gemacht. Ich habe das einmal gemacht gehabt. Ja, und dann, naja, hat mir das Öl, hat Hallo Öl. Da hinten haben alle, sind gleich alle rüber. Naja. Ja, ich werde mal hier die Kühlbox abmachen.
Weiß nicht, ob das jetzt hier geht. Wenn nicht, setze ich immer kurz in mein Auto rein. Ja. Manche Leute sind erstmal der Meinung, hier erstmal eine Runde Ball zu spielen. Ist mit an. Da geht's auch voran. Naja, das kann ja wieder ein bisschen dauern hier. Und, was sagen Sie dazu? Ah ja. War das was Abruf am Auto oder was? Ja. Ah ja. Warte mal. Dran, weil er geht noch lauter. Ernsthaft? Ja. Ich soll ja eine Party zu machen, das glaubt ich aber nicht. Und hier schön Scheißpapier. Ja, das ist cool. Schlange wird immer länger, gell? Die spielen da vorne erstmal eine Runde Ball. Das muss ich jetzt anhören. Ich dachte eigentlich, das dauert länger hier, aber wie man sehen kann, ist es doch. Ist ja doch ein ganzes Stück vorgegangen jetzt hier. Ja. Naja, wollen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt warten müssen auf den Scheiß hier. Keine Ahnung, was sagen Sie dazu? Geil. Dass wir jetzt hier warten müssen? Geil. 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 Na, hier geht's schon doch völlig ab. Völlig einmal mit normalen Menschen, würde ich mal grob behaupten, wa? Freilich. Bin mal gespannt. Oh, unterbelichtet. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie lange das jetzt hier ungefähr noch dauern wird. Der Livestream ist übrigens immer noch am Laufen. Grüße gehen an der Stelle raus. Ja. Also, es ist sehr, sehr voll, wie ich gerade erfahren habe von jemandem, der schon gestern angereist ist. Er hat mir auch angeboten, mich damit auf den Platz zu stellen bei ihm. Weil die bauen gerade alles nach hinten aus weiter, deswegen dauert das auch jetzt so lange. Und ja, gestern, die Leute, die Vorticket gekauft haben, haben sie bis nachts um zwei Leute reingelassen, wie ich jetzt erfahren habe. Ist schon ein ganzes Stück, also kann man sich ungefähr mal vorstellen, was für eine Masse da an Leuten da ist. Vor allem auch für Autos, wenn die bis nachts um zwei brauchen, um die Leute reinzulassen, die Vorverkauf hatten. Das ist schon erstaunlich, ne? Und nur gut, dass wir dann rechtzeitig gekommen sind, weil... wo wir noch weiter vorne standen, ging die Schlange bis runter zur Landstraße. Zeig mir nochmal das Bild. Zur Verteidigung, Konzi hat damit angefangen. Ja, der Arsch. Jetzt bin ich hier jedes Mal der von mir immer beim Pinkeln ein Bild gemacht wird, Junge. Naja, wer hat schon Bilder von... Was macht Bilder damit? Wer hat Bilder von sich, wie er pissen war? Kannst du ja an der Wand hängen. Kannst no, weil ich soll das Ganze... Kannst du als Autofolierung rausbringen. Diese Viecher gehen mir auf den Sack. Ey, hier fliegen die ganze Zeit so blödes Viehzeug rum. Ja, wir stehen immer noch hier. Ich stehe immer, naja, auch weiter vorne. Coole Aktion auf jeden Fall von dem Kollegen hier, dass der erstmal Sachen tut hier, die Sachen den Ordnern Bescheid und so, dass sie hier mit vorkommt. Wir sind immer von der Schlange hinten bis ganz vorgefahren jetzt. Sie sehen hier, ne, wir stehen jetzt hier fast vorne. Müssen uns jetzt hier irgendwie mal einordnen. Dom ist auch hinten uns dran. Finde ich auf jeden Fall schon mal mega geil, ne? Jetzt mal Hallo sagen. Ja, ordne dich halt links, dass wir beide gleich reinfahren. Links oder rechts? Ja, ist egal. Okay. Da steht aber ein schöner Fahrer. Ist auch geil hier. Hat sie dir durch das Bild gezeigt? Doch. Das ist Absturz. Absturzparty vom Feinsten, ja. Ach, jetzt habe ich Verbrauch von 8,2. Nee, ja, du stehst ja die ganze Zeit hier. Ja. Naja, mit Klima ist das schon nicht verkehrt, ne? Und wie fühlen Sie sich so, jetzt hier vorne eingereiht zu sein? Man steht erstmal noch, aber das ist schon deutlich besser. Das ist schon geil. Das finde ich irgendwie cool, gell? Der hat ja eben zu mir gesagt gehabt, hätten wir das vorher gewusst, hätte er doch schon vom Kreisel aus hierher fahren können. Ja, aber ja. Das ist aber auch geil, ne? Was? Da kommt denn da hinten? Das ist aber auch ordentlich, ordentlich voll hier. Das ist schon geil, wenn die seit Anfang an hier sind. Ja, die sind gestern angereist. Also diese Sonderrechte. Ja. Ach so, ja. Finde ich schon cool, ne? Ja, stehen wir hier noch ein bisschen. So, es geht jetzt erstmal weiter hier, würde ich sagen. Ich kann mich auch nur noch mal ganz herzlich hier bei den beiden noch mal bedanken, dass die sich da einfach da gesagt haben, hier, pass mal auf, ihr geht einfach vor. Ne? Sagen vorne Bescheid, dass ihr mit zu uns gehört und finde ich mega cool auf jeden Fall in der Hinsicht, muss ich mal ernsthaft mal so sagen. Und wie erfüllen wir darüber? Du stehst auf jeden Fall noch einen ganzen Moment. Aber nachher machen wir da mal. Hast du den komplett dann noch lackiert gehabt?
War da nicht letztens lila? Ja, war mal lila, ja. Alles in 2 Monaten irgendwie durchgetanzt. Ja, ich hab's zwar auch teilweise gesehen gehabt, aber teilweise dachte ich mir so, hä? Ist gut, du hast ja selbst so viel zu tun. Mhm. Aber trotzdem, die Rückleuchten, die suche ich schon ewig. Echt? Ja. Weil die hatte ich damals mal einen blauen Dreier gehabt, mit so hatte ich so LED-Birnen drin gehabt. Ja. Da hatte ich Haufen Ärger da gehabt, nur wegen diesen LED-Birnen, nicht wegen den Rückleuchten, wegen den LED-Birnen. Ah! Hätte ich es gewusst, ich hatte die ganze Zeit Flagge liegen, ich wollte es eigentlich gar nicht reinbringen, aber jetzt ja. Oh, ich glaube, ich fahre nochmal zurück, hole nochmal Golf. Ja, auf! Hängen wir mal schnell Motor rum. Schnell auf den Abend. Ja, halbe Stunde. Schnell gemacht. Richtig. Schnell hier den Motor schnell mal rein. Hör mal auf. Da hinten schnell. Was meinst du, wie die gucken? Wenn ich schieß da vorne, das kreist dann. Was will denn der schon wieder hier mit dem Ding? Und dann. Weg bist du. So, abgesehen davon, dass wir jetzt hier drinnen stehen, habe ich in die falsche Richtung gedreht. Aber mega cool erstmal. Erstmal mit FB, ehemalig FB-Garage gequatscht. Der heißt ja jetzt anders. Schaut da gerne auch mal auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Bock habt. Wir stehen jetzt hier in der Reihe, müssen noch warten, weil, wie ich gerade von ihm erfahren habe, haben sich die Leute hinten auf der Wiese festgefahren, deswegen dauert das auch gerade wieder mal so lange. 2 Autos hinter uns. Ja, da vorne der Toledo, oder wie das Ding heißt, Toledo, der Seat auf jeden Fall, ist auch auf jeden Fall richtig sexy. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Ja, der ist auch auf jeden Fall schon sehr gut voll. Stehen ja schon alle, FB-Garage steht ja auch damit an, oder ehemalige FB-Garage. Ja. Ja. Dixie ist natürlich wieder, ne? Ja. Was war denn da mit FB gewesen? Ich hab gesagt gehabt, da schnack ich nachher auch nochmal eine Runde mit dem. Da hab ich gerade mich eben schon unterhalten. Ah, es ist schon ziemlich voll hier, gell? Geil, ich sehe einen alten Camaro. Camaro? Ja, da hinten der gelbe. Was wo? Da wo sie jetzt alle vorrennen. Ach da, ich seh's gerade. Oh, ist auch ein schickes Teil. Ja, auf jeden Fall, ne? Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Okay, die fahren jetzt darüber. Der Vierer Golf ist aber auch nicht verkehrt. Und der Polo war knapp letztes Mal auch schon da. Geil, geil, geil. Nein, das Auto. Lecker. Viele Autos hier. Die werden jetzt da aufgeteilt. Die werden jetzt alle teilweise aufgeteilt hier. Finde ich natürlich auch cool auf der anderen Seite, ne? Ja. Ja. So, weil ich Held für mein Pavillon hier das Dach vergessen habe. Von meinem Pavillon hier das Dach vergessen habe, hat Pfeife sich ja zum Glück vorneweg nochmal eins organisiert. Ja, bin hier, Event gerettet. Ja, das ist mein Kollegen hier, von dem wir hier das, die jetzt reingelost haben. Das sind noch. Ja, warte, da habe ich noch in der Hand. Sind da noch ein paar mehr Leute. Das ist ja irgendwie eine Gemeinschaft. Ich meine, ist ja auch sehr nett gemeint, dass sie das sagen, pass mal auf, ihr könnt mit in das Zelt rein, ihr könnt damit machen, könnt mit sitzen, grillen, machen, tun, Notstromer nehmen und. Die sind jetzt erstmal zur Meile gegangen, damit wir hier aufbauen können, aber trotzdem will er, beispielsweise ich auch, halt so ein bisschen, wo man sagen kann, man kann sich mal zurückziehen. Ne? Ich meine, ich kenne nur Dio davon gerade und jetzt seine Freundin und die ganzen anderen Truppen kennt man ja noch nicht so. Ne? Das wird sich wahrscheinlich jetzt über den Lauf der Tage jetzt erstmal dann entwickeln. Es ist nicht böse gemeint, also wenn ihr das sehen solltet, ne? Nicht böse nehmen oder so, sondern er hat auch so viel Zeug mit dabei hier. Das muss halt hier auch irgendwo mit hin, ne? Ich meine, ja, genau. Was ist das? Das sind. Ja, da kannst du wenigstens mal Sport machen, da kriegst du wenigstens mal ein paar Muckis hier. Ja, vor allen Dingen, der Sand kostenlos von der Arbeit. Ach, auch noch geklaut, du alte Klausau. Der Sand ist da sowieso ein Überfluss. Aha. Ja, ach so, stimmt, da hast du gesagt, da brauchst du keine Haken. Das ist natürlich auch wieder praktisch, ne? Was ist denn da? Da ist Sand drin, Sophia. Da, damit das Zelt nicht wegfliegt. Wenn jetzt ein Windstoß kommt, greift der Wind von unten hoch, so wie beim Papas letzte Mal bei dem Zelt. Ja. Und dann ist es weg. Dann fliegt es fort. Was cool ist, die Klos sind hier gleich in der Nähe.
Ne, da wirklich mal schnell, da musst du nicht ewig weit latschen wie das letzte Mal. Das finde ich richtig, richtig cool. Ne? Vor allen Dingen nicht nur eins, ihr seht ja, da stehen einige und hier hinter dem Zelt stehen auch noch einige. Machst du das auch richtig? Ja, hoffe ich. Dart meinte auch übrigens, es war sehr entspannt und chillig, hier bei uns da mitzufahren in Form des Livestreams. Okay. Fand er richtig cool. Ja, hier sollen dann auch noch irgendwelche hinkommen von denen. Mal sehen, wie die dann so sind. Ne? Hier hinten an der Ecke hat man schon so ein bisschen seine Ruhe, sage ich mir jetzt mal so. Ich habe jetzt das Auto angemacht wegen der Kühlbox und so. Aber warte mal, ich mache mal hier Musik. Man hört gar nichts.